3, 2, 1, willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. East Malwise. Wieder vergessen, wo ich hin will. Da will ich irgendwo hin. Oh, mal gucken. Ah. Tum, 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 tum. Jetzt hier hoch. Ups. HP. Wupp. So. Ich will in diese Richtung. So. So, so, so. Arkham Nord. Erreicht, finde ich. Soll das schon der Höhleneingang sein? Na, mal gucken. So. Achso, okay. Rennen. Hier. Mal. Hopp. Hopp. Tür öffnen. Uralt Keller. Hopp, hopp, hopp. So. Ist das meine Höhle? Nein? Okay. Batman sammelt Totenschädel. Ah, klettern, hopp. Das ist doch keine Höhle. Keine Betthöhle. What? Okay. Der hat's mit Totenschädeln. Hölle. Wo bin ich hier? Okay. La la la. Oh. Ist hier rein? Nein. Kleine Dusche. Hopp, 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 hopp. Los. Eine Betthöhle. Ich geh kaputt. Ne gut. Betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel.
Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Okay, aber warum macht Dr. Young das? Benutzen, okay. Okay. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. So. Da. Okay, halt irgendwo hinter mir. So. Die Aktion war nicht so gut. Okay. Bedclaw wählen. Okay. Ach so. So, hopp. Renne, hopps. Hey, also krasse Türen hat er. Was soll ich mit Bellering ziehen? Die Wand? Achso. Wurm. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sie es leid, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir's. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon den erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und deine Frau querschnittsgelähmt ist? Patsch, patsch.
lassen wir das. Hopp. So, so, so. Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht meine Haupt... Patsch, patsch, patsch. Erstmal eine kleine Pause. 3, 2, 1, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.